Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored, aber nicht Dishonored im eigentlichen Sinne, sondern zum ersten Story-DLC, Dishonored The Knife of Dunmore. Oder auf Deutsch, das Messer von Dunmore. Wir spielen Daud, den Mörder der Kaiserin aus dem Hauptspiel, den wir in der 7. oder 8. Mission im überschwemmten Bezirk unschädlich gemacht haben. Hier im Hintergrund sehen wir noch schön die Greaves Distillery. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Neues Spiel. Uff, was haben wir zur Auswahl? Ah ja, komm, wir nehmen Veteran. Ich möchte auch irgendwie in endlicher Zeit durchkommen. Sehr schwer, werde ich mir wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken. Und dann. Gegner bewirken Schaden, finde ich übrigens auch super. So. Plupp. Ein Auftrag mehr hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich habe schon viele Adlige umgebracht. Auf dem blauen Blut, das ich vergossen habe, könnte ein Walfänger schwimmen. Ein neuer Adliger ersetzt den alten. Sie sind alle gleich korrupt. Warum sollte eine Kaiserin anders sein? Aber sie war's. Ich sah das Gesicht ihres Leibwächters, als sie ihn wegbrachten. Seine Augen waren wie tot. Ich wusste, ich würde dafür bezahlen. Und vielleicht hatte ich es auch verdient. Ein Sturm zog auf, der alles einreißen würde, was ich aufgebaut hatte. Von hier. Mama. Ja, guten Tag. Habt ihr den Arsch gerade unten gesehen? Den Lord Regenten? Verhindert noch, dass jemand hilft. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Was ein netter Mensch. Das Gefühl, wir werden gleich wieder den Outsider treffen. Oh, er kann keinen Doppelsprung. Das ist schon mal ein Rückschritt zu Corvo. Amateure, Alter. Daud, mein alter Freund. Ist eine Weile her, aber jetzt hast du mein Interesse geweckt. Wie die Jahre verfliegen und die Toten sich mehren. Hast du gewusst, dass es nur 8 von euch gibt, die mein Zeichen tragen? Ich bin hier, weil du recht hattest. Die Kaiserin war anders. Diesmal kannst du nicht in die Schatten flüchten. Du wirst die Konsequenzen spüren. Deine Geschichte steht kurz vor dem Ende und nicht mal du kannst ihm entgehen. Aber welches Ende wirst du wählen? Ich bin hier, um dir ein letztes Geschenk zu machen, Daud. Ein Geheimnis. Es beginnt mit einem Namen. Delilah. Merken. 6 Monate lang hat sich die Stadt verändert. 6 Monate lang wollte ich vergessen, was ich der Kaiserin und dem Mädchen antat. Aber ich konnte nicht vergessen. Ich musste wissen, wie es weiterging. Aber hatte nur einen Namen. Delilah. Wer war sie? Eine Bedrohung? Eine Verbündete? Dann erreichte mich eine Nachricht von Billy Lurk, meiner Stellvertreterin und Gehilfin. Sie besaß ein Talent dafür, Geheimnisse aufzudecken.
Es gab ein Schiff namens Delilah, das Wale jagte für Bundry Rothwild, einem ehemaligen Walfänger, der es drauf hatte. Inzwischen gehörte ihm ein ganzes Schlachthaus und er hielt seine Arbeiter wie Gefangene. Ein Schiff namens Delilah. Vielleicht ein Zufall. War es aber nicht. In Dunwall hängt immer alles irgendwie zusammen. Da können wir ein Liedchen von singen, wa? Egal was, gib mir Betäubungsmatzen. Würgestaub. Ich nehme mal eher noch so 2-3 Mana-Elixiere mit als irgendwas anderes. Guck mal, ich kann Betäubungsbolzenkapazität kaufen. Oh, ich bin jetzt schon wieder glücklich. Nehmen wir. Gib her den Schranz. 15 sind deutlich besser als 10. So. Oh, ein bisschen Präzision für die wird wahrscheinlich auch nicht. Komm, nehmen wir. Was haben wir noch? Gestohlene Rune. Das klingt doch ganz nett. Machen wir das so, wa? Scheinbar ist das. Ja, wir haben kein Piero, ne? Ist auch irgendwo logisch. Also muss ich das irgendwie anders abspielen. So, finde die Kombination. Ja, ja. Daud, Sie sind hier. Mir war langweilig, da habe ich schon mal angefangen. Wir haben tatsächlich Glück heute. In der Fabrik wird gestreikt. Ist ja auch kein Wunder. Rothwild betreibt den Laden wie ein Gefängnis. Ohne Stechkarte kommen die Arbeiter nicht mal rein. Als der Streik losging, haben die Fleischer gleich alle Karten eingesammelt. Sie haben der Stadtwache freie Hand gelassen. Warum wollte ich wohl aus den Slums weg? Das ist die Antwort. Es gibt noch andere Wege da rein. Ich gehe mal voraus, okay? Um den alten Mann zu schonen. Ach so, ich habe hier noch was für Sie. Sie sammeln doch sowas. Ja, immer. Ich bin auf den Dächern, wenn Sie mich brauchen. Wächter, verschwinden Sie, sonst werden Sie auch eingesperrt. Hey, geben Sie mir meine Stechkarte. Ich komme sonst nicht mehr rein. Sie dürfen sie nicht nehmen. Oh! Versuch vorbeizukommen und du wirst bald am Fleischerhaken hängen. Verschwinden Sie, Mister. Wir müssen diese Karten konfiszieren. Keine Ausnahmen. Ihr sollt alle als Weiner verrecken. Alle. Die Seuche soll euch holen. Das ist schon wieder so fröhlich. Und wir können teleportieren. Gut, das ist eine Grundausstattung. So. Keine Nachtwischen? Schade. Ich möchte das jetzt nicht sinnvoll verwibbeln. Also vier Runen brauchen wir auf jeden Fall. Teleportieren möchte ich deutlich ausbauen. Und ja, da haben wir es sehen im Dunkeln. Okay. Alles klärchen. Gut, dann machen wir es erstmal wie immer. Erstmal erfünfen.
erstmal hier ein bisschen Platz schaffen, damit ich mich einigermaßen bewegen kann. Ich glaube, ich kann hier unten liegen bleiben, ne? Aber ja, wir sind da lieber auf Nummer sicher. Kein Doppelsprung. Was ist das für ein Quark? So, da ist die Tresorkombination. Soll man hinkriegen, wa? Wir sind ja jetzt quasi wieder das Unart erfahren. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Better to be safe than sorry. Das wäre schon mal Numero Uno. Von wahrscheinlich noch ein paar to come. Und diese Nachtsicht jetzt echt wieder nicht so mächtig. Not sure if I like this. Müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich sehe nichts, das ist das Problem. Du könntest mir gerade mega viel erzählen, aber ich sehe nichts. Wir gehen mal hier runter erstmal. Ich fange mir nochmal einen Blick ins Nichts. Irgendeine Rune liegt. Wenn hier keine Rune liegt, wo denn die nächste Rune liegt? Ist auch scheiße eingezeichnet alles, ne? Mal farblich irgendwie nicht hervorheben können. Da hinten ist was. Da. Irgendwo momentan auch noch nichts. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Erstmal nehmen wir hier nochmal alles mit. Haben wir gar nicht gemacht. Sehr schön.
Ja, dann hätte sich das Problem schon mal erledigt. Man muss Gelegenheiten ergreifen, wo sie sich beim Schopfer zeigen. The Empress. Ja, die ist tot, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Was soll ich denn hier? Rattengift. Ja, also ich wage mal zu behaupten, das bringt, wird alles nichts bringen. Ehrenwerte Versuche, aber es wird alles nichts bringen. So. Achso, das gilt natürlich auch für die DLCs nach wie vor. Möglichst Geist und niemanden töten. Ganz einfach aus Gewohnheit heraus. Nein, ich habe die DLCs wie gesagt noch nicht gespielt. Das heißt, es würde für mich wieder mal wahrscheinlich auf Achievements hinauslaufen. Ich bin zwar kein Spieler, der nach Achievements jagt, aber wenn sie mir mal den Weg laufen, nehme ich mit. Ne, das bringt mir auch nichts. Gut, dann gehen wir jetzt über die Dächer weiter. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Ne, ruhig ganz nach oben. Mehr Überblick ist immer gut. Ich muss einen Knochen dafür tun, ne? Ich denke mal, der liegt da erstmal ganz gut. Auch da gehen wir auf Nummer sicher. Klingt nach einer erheiternden Arbeit in dieser Fabrik hier. Ja, der wird ja gleich auch wieder da reingehen. Dann haben wir noch. Und dann geht er mit nach oben. Ja, ja. The Circle of Life. Plop. Ach ja, wir haben noch einiges zu tun in diesen Spielen. Ich meine, danach kommt ja auch noch hier Dishonored 2, oder? Und dann kommt noch Death of the Outsider. Das gibt's ja auch noch. Es gibt so mannigfaltige Möglichkeiten in diesen Spielen. Wäre doch schade, das nicht alles mal zu sehen. Ich finde das immer noch sehr lustig. Ursprünglich hatte ich ja vor ein paar Wochen mal wieder angefangen, aus dem Jux und Tollerei raus mal wieder Dishonored 2 anzupacken. Daraus ist dann geworden, machen wir erstmal das Online 1 fertig. Da werden wir schon damit anfangen, ne? Nee, ich will die ja gar nicht umkehren. Das ist ja ehrlich gesagt none of my business.
meine, töte ich dadurch noch Leute. Das könnte ich natürlich nicht mit meinem Geistdurchlauf oder hier mit meinem Niemand töten Durchlauf verbinden. Ich nehme die Münzen mal erstmal geflissentlich mit, weil das kann nur helfen. Weil wegen Gefallen und so. Das System kannte ich vorher noch nicht. Wie gesagt, ich habe ja einmal kurz reingeguckt, deswegen gab es vorhin auch so einen Eintrag mit neuem Spiel, aber nicht wirklich mehr. Oh ja, super. Ich sag dir, diese Knochenartefakte bringen für mich echt nichts mehr. Weil ich echt einen viel zu anderen Spielstil habe, sag ich mal. Aufgrund der Seuche wird jeder, der sich bei einem Betrieb von hohem Staatsinteresse nicht zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter. Definieren Sie doch mal hohem Staatsinteresse. Du bist ein Weiner, oder? Du bist sowas von Weiner, nämlich mich die Hemlock-Essenz. Und das Gesundheitselixier. Das soll ich immer wieder. Am Anfang muss man mitnehmen, was man kriegt. Aber deswegen werden wir jetzt auch erstmal gleich noch eine Rune suchen. Das kennt ihr jetzt aus den späteren Missionen in dieser Welt auch nicht mehr. Dass ich danach jeder Kleinigkeit suche. Aber. Jetzt muss ich mir halt erstmal diese Fähigkeiten wieder freispielen. Ich habe ja auch damals so lange Runen gesucht oder Runen mitgenommen, bis ich quasi mein Fähigkeiten-Kit fertig hatte. Da sind wir jetzt leider noch ein paar Runen von weg, 5 Stück, um genau zu sein. Der Zeitverlangsamen ist jetzt nicht so der riesenwichtige Scheiß immer gewesen, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Achtung! Tarifverhandlungen in Betrieben von hohem Staatsinteresse sind ein Kapitalverbrechen. Dazu zählen Metallverarbeitung, Walfang und Verarbeitung, Sicherheit sowie bestimmte juristische und kirchliche Dienste. Wenden Sie sich bei Fragen an den Justiziar, auch hinsichtlich der Vollstreckung. Es ist doch immer wieder so lustig und schön. So. Nehmen wir erstmal hier ein bisschen alles mit, wa? Rezept der Lumpen. Die Lumpengräfin. Das Backen. Na, die Frau hat echt einen Lattenschuss nicht gehört, ey. Es gibt Geschichten über eine Frau in den Slums, die wohl so gearbeitet hat. Die Lumpengräfin soll 100 Jahre alt sein. Ja, hab ich mich gut verjagt? Das sollten wir uns ansehen. Was willst du dir denn jetzt schon wieder ansehen? Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen, wer immer du bist. Was ist denn mit dir falsch gelaufen? Dies ist eine öffentliche Warnung. Corvo Attano. Täter und ehemaliger kaiserlicher Schutzherr ist aus dem Gefängnis entflohen und in der Stadt auf freiem Fuß. Jegliche Sichtung ist augenblicklich der Stadtwache zu melden. Ja, sicherlich. Ich war schon wieder alle mit dem Corvo haben. Das ist auch ein so netter Mensch gewesen. Ich glaube, das zählte noch nicht als Alarm. Aber ich glaube nicht, also entdeckt wurde ich ja nicht. Nur ein aufmerksames Geräusch. So wie ich das zumindest interpretiere, immer wieder mal. Man weiß das immer nicht so genau. Also ich weiß das immer nicht so genau. Es gibt da bestimmt verlässliche Quellen. War ich nicht schon weiter oben? Ich wollte gerade sagen. Wegen Missbrauch
brauchst, werden ab sofort verlorene oder beschädigte Stechkarten nicht mehr ersetzt. Arbeitern ohne Stechkarte wird der Zugang zum Betriebsgelände verwehrt und unverzüglich gekündigt. Ich darf anmerken, dass das Schwachsinn ist, ne? Mal so unter uns. Das war eine Rune. Ja. Das mit dem Reim üben wir nochmal, ansonsten ging's schon. Du hast ja schon wieder einen Betäubungsbolzen rausbekommen. Na? Na. Muss, ne? Lichtwand umpolen. Das bringt mir vermutlich nichts, aber es ginge. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am einfachsten rein? Abigail Ames befindet sich auf dem Schlachthausgelände, wo sie verhört und in Kürze wegen Volksverhetzung und Verrats hingerichtet wird. Das ist schön. Wer ist das? Top Security Guard hier wieder. Du hattest deinen Spaß, Fleischer. Wann fließt das Öl endlich wieder? Wir haben ihre Stechkarten und ihre geschwätzige Anführerin haben wir. Nur, dass ihr es wisst, der Regent interessiert sich nicht für euren kleinen Arbeitskampf. Er verlangt lediglich, dass das Walöl stets pünktlich geliefert wird. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal wieder speichern. Wachen zu mir! Jetzt ist die wichtige Frage, ne? Funktioniert hier jetzt nur der Bumper wieder nicht? Oder ist das so ein Feind, den du nicht erwürgen kannst? Da müsste ich einen Betäubungsbolzen nehmen. Wir probieren das nochmal und ich versuche akkurat die Taste zu treffen. Okay. Der Bumper funktioniert. Ist ein Problem, den hat aber nur eigentlich mein Controller. Logischerweise, weil der hatte keinen Wackelkontakt leider an. Genau dem Scheißvieh. Sagen wir mal zu die Scheiße hier. Oh. Ja, es ist halt auch nicht nur von komplettem Vorteil, seine Stadt sozusagen nur auf eine einzige Energiequelle auszurüsten. Seit heute Morgen sammeln wir die Stechkarten der Arbeiter ein. Ohne kommt keiner rein noch raus. Wir müssen ein Zeichen setzen. Ich den irgendwie nicht da liegen lassen. Das ist viel zu offensichtlich eigentlich für meinen Geschmack. Für den Moment vielleicht mal noch ein bisschen die Ergebung umkunden, genau. Die Umgebung erkunden, aber vielleicht auf dem Dach simpler oder besser liegt. Ich probiere nur ihn hier raufzukriegen, ne? Fragen über Fragen, denen wir uns allen in der nächsten Folge widmen werden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen bei der ersten Folge Knife of Dunwall und sag einfach bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüssikowski.